wieder ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch das musst du merken, wann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Ich habe die Absicht, meine Freundin Claudia Reichenbach für 2 bis 3 Wochen in die Karibik zu begleiten. Anna wollte sie fragen, ob ihre Freundin Doro Schatz für ein paar Tage im Internat schlafen könnte. Ihr Vater muss verreisen und er will nicht, dass sie allein zu Hause bleibt. Darfst du mir ins Internat ziehen? Auf jeden Fall müssen wir diese Jagd irgendwie verhindern. Was wäre eigentlich, wenn es den Löwen wirklich geben würde? Wo ist denn das Pussykätzchen? Ist ja eine coole Idee, oder? Sag mal, Giovanni, was hältst du eigentlich davon, wenn wir die Werbung für dein neues Kiss Me übernehmen? Wenn Sie wissen wollen, wie dieses Kuss schmeckt, dann probieren Sie Kiss Me. Kiss Me. Moment, recht freundlich, Albumfoto. Was ist, wenn so ein Foto in irgendeiner Klatschzeitung erscheint oder sogar im Fernsehen gezeigt wird mit der Überschrift Orgien im Internat, Prinzessin Elisabeth knutscht hemmungslos auf Schloss Einstein? Aber das stimmt doch nicht. Ich spiele die Rolle der Rose. Okay, dann machen wir es eben beide. Also, wenn du willst, können wir gleich mit dem Probieren anfangen. Nee, also wenn wir beide die Szene spielen, dann sollten wir uns was anderes ausdenken. Was hältst du davon, wenn ich die Rolle mit Thekla spiele? Was? Warum das denn? Naja, spielen und Regie führen ist vielleicht ein bisschen anstrengend für einen alleine. Ich glaube, Max hat recht. Aber er sieht doch überhaupt nicht aus wie Leonardo DiCaprio. Aber du wie Kate Winslet. Entschuldigung, das war nicht so gemeint. Du siehst natürlich viel besser aus als sie. Spinner. Also wenn Max das macht, dann könnt ihr mich vergessen. Bitte, wir brauchen unbedingt ein Mädchen auf der Bühne. Oder sollen sie sich vielleicht Max und Sebastian küssen? Ja, warum denn nicht? Per favore, Thekla. Okay, ich spiele die Rolle. Danke, danke. Vielen Dank. Und ab jetzt, bis zu eurem großen Auftritt, bitte. Keinen Streit mehr. Kapisch? Was soll ich dann machen? Du bist der Souffleur. Toll. Wofür braucht man denn beim Küssen einen Souffleur? Und am Sonntag wechselnd wolkig und vor allem im Nordwesten und im Südosten noch etwas Schnee. Nicht gerade das Wetter, das... Gibt's doch nicht. Herr Pasulke? Herr Pasulke! Ah, Gott sei Dank. Ihr seid das. Wir wollten eigentlich nur Ihren Hammer zurückbringen, aber... Ah, ja. Sie sehen ja aus, als hätten Sie gerade ein Gespenst gesehen. Ja, tut mir leid. Ich bin im Augenblick ein bisschen schreckhaft. Wieso das denn? Ich habe da eben so ein Geräusch gehört, als ob eine Maus in meiner Wohnung ist. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Am meisten freue ich mich auf das Basketballmatch. Mit Karte haben wir, glaube ich, eine echte Chance gegen die Siebte. Hier ist doch noch Platz, oder? Spielt Franz eigentlich heute gegen uns mit? Ich glaube schon. Nein, Josephine. Hi. Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich muss dir was erzählen. Aber nicht rumquatschen. Ehrenwort? Ehrenwort. Also was ist? Stell dir vor, Thekla macht sich an Sebastian ran. Echt? Woher weißt du das? Ich war selbst dabei, in der Eisdiele. Und da hat sie ihn wirklich angebaggert? Sie ist ihm wie eine Wilde um den Hals gefallen, als er gesagt hat, dass er die Titanic-Szene mit ihr spielt. Kann ich mir gut vorstellen. Was sagt die Prinzessin? Die war da schon längst weg. Verstehe. Thekla versucht jetzt also, in die Lücke zu gehen. Glaubst du, dass sie eine Chance gegen Elisabeth hat? Warum nicht? Ach, da fällt mir ein, Thekla hat gestern einen anonymen Brief gekriegt, mit einer großen Schleife drauf. Total albern. Ja, und? Da war ein Bild von ihr drin, als Kate Winslet. Dann war das bestimmt von Sebastian. Wieso? Das kann doch auch von jemand anders gewesen sein. Von wem denn sonst? Du hast doch gerade erzählt, dass Thekla und Sebastian gestern... Entschuldigung, ich muss jetzt los. Oh, verdammt! Wenn du nicht aus dem Glas trinken kannst, dann nimm die gefälligste Nuckelflasche, du Klatschreporter.
Franz, bitte sieh dir das Spiel 2 Minuten von draußen an. Wieso das denn? Wegen unfairen Verhaltens gegenüber deinem Mitspieler. Aber dann schicken Sie doch Johannes raus. So, Oskar, für dich 5 Minuten. Das gibt's doch nicht. Ich denke, dass Ihre Mannschaft dringend eine Lektion in Fairness von uns gebraucht hat. Ach, was Sie nicht sagen. Dranbleiben, Johannes! Paula! Paula, tritt zurück! Ja! Ja, pass auf! Bitte, meine Herren, hinter die Linie. Ja, aber ich wollte doch bloß meiner Mannschaft ein bisschen Aufbau geben. Ich denke, das gehört zu meiner Aufgabe, meine Mannschaft anzufeuern. Aber nicht innerhalb des Spielfeldes. Wenn Sie unbedingt diskutieren müssen, dann tun Sie das bitte in der Kabine. Ja, ich habe da überhaupt nichts gesagt. Ach, natürlich haben Sie was gesagt. Sie reden doch ständig dazwischen. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Noch ein Wort, meine Herren, und Sie verlassen bitte die Halle. Hier, magst du auch einen Schluck? Nee, danke. Von Wasser habe ich heute schon genug. Echt? Was ist denn passiert? Ach, nichts weiter. Max hat mir nur seinen Becher über mein Buch gekippt. Oh. Und weißt du, was der Paula beim Frühstück erzählt hat? Naja, komm schon, mach's nicht so spannend. Willst du es wirklich wissen? Nun sag schon. Max hat Paula erzählt, dass Thekla sich total an Sebastian ranmacht. Thekla Singer? Ja, welche Thekla denn sonst? Wenn's ihr Spaß macht, irgendwann muss das Küken noch mal anfangen zu üben. Ja, du nimmst es aber ganz schön cool. Mhm. Jedenfalls spielen sie jetzt die Titanic-Szene. Und ich glaube, Thekla nutzt es ganz schön aus, dass du dich mit ihm gestritten hast. Oh mein Gott, das ist doch total albern. Was kann ich denn dafür, wenn Sebastian nicht begreifen will, dass ich keinen Ärger mit irgendwelchen Pressefuzzis haben will? Jetzt kannst mich doch nicht so voll. Mach ich doch gar nicht. Du, mir fällt da gerade ein, ich muss jetzt unbedingt nur meinen Vater anrufen. Da war noch was. Was soll denn dieser Häppchenservice? Nee, schon gut. Vielleicht ist ja alles nur Quatsch. Komm, du Folterknecht. Jetzt lass das Beil endlich runter. Ich hab's eilig. Okay, auf deine Verantwortung. Mhm. Paula hat erzählt, dass Sebastian Thekla ein Bild geschenkt hat. Sebastian hat was? Ja, irgend so ein Foto, wo Thekla als Kate Winslet drauf ist. Wie bitte? Eine Winslet mit einer Zahnspange, dass ich nicht lache? Ja, Sebastian hat auch eine. Ja, und? Hey, hilfst du mir mal bitte, Johannes rauszutragen? Hä? Wen? Na, Johannes. Allein packe ich den nicht. Nice Idee. Hast du das doch auch geschrieben? Hm. Tolles Spiel. Für mich? Mhm. Dankeschön. Tschüss. Wer war das? Ich nicht. Dann warst du das? Sollte ein Scherz sein. Also hört mal gut zu, in solchen Dingen verstehe ich überhaupt keine Scherze. Naja, aber irgendwie stimmt's doch. Was stimmt? Na, dass sich Johannes wie ein Sandsack bewegt. Und wir deshalb verloren haben. Na mal langsam, ihr habt nicht wegen Johannes verloren, sondern weil ihr undiszipliniert wart. Und jetzt wischt er schleunigst weg, bevor es noch jemand anders sieht. Aber ich hab doch kein Wort mehr, sonst gibt's wirklich Ärger. Na, ist noch was, Johannes? Ich wollte nur gucken, ob ich noch was helfen kann. Hör mal, Johannes, versuch am besten, dich nicht ärgern zu lassen. Worüber sollte ich mich ärgern? Na, über den Sandsack. Vielleicht haben die doch recht. Johannes, was hältst du davon, wenn du morgen zum Basketballtraining kommst? Ja? Ah, hallo. Was soll das denn? Das meinen Sie doch nicht im Ernst. Doch, die Maus hat beschlossen, meine Wohnung sich am Hauptquartier zu machen. Aber wenn sie in eine von den Fallen gerät, dann hat sie keine Chance. Luis hat recht, das sind die reinsten Mordinstrumente. Ja, natürlich, soll es ja auch sein. Mit diesen Fallen töten Sie die Tiere nicht nur, Sie quälen sie auch noch. Ich hab ja wohl ein Recht auf meine Ruhe. Herr Pasulke, was kann denn die Maus dafür, dass Sie Angst vor ihr haben? Naja. Herr Pasulke, es gibt doch Lebendmausefallen. So was hatten wir auf unserem Schiff immer. Ach ja? Ja, und wo kriegt man sowas her? Na, ich besorg so ein Teil. Oder wir bauen Ihnen eine. Aber vorher kommen die Dinger hier weg. Moment. Ah! Ah! Au! Ei, ei, ei. Haben Sie mal einen Stock? Nee. Aber da hinten in der Ecke, da steht ein Schrubber und ein Besen. Ja.
herzlichen Glückwunsch. Das Match war ja ein voller Erfolg. Danke, Frau Gallwitz. Ja, die 6 hat unter meiner Führung die 7. Klasse des Kollegen Fabian deutlich geschlagen. Ja, aber auch nur, weil wir die Hälfte der Zeit nur mit 3 Mann spielen durften. Wie kam das denn? Fragen Sie besser mal Herrn Haller. Der hat ja ununterbrochen Spieler aus meiner Mannschaft rausgestellt. Also ich muss immer wieder mit Bestürzung feststellen, dass die neue Lehrergeneration so gar nicht mehr in der Lage ist, Werte wie Fairness und Solidarität zu vermitteln. Also das lasse ich mir jetzt nicht nachsagen. Augenblick. Bevor der Streit so richtig losgeht, sagen Sie mal, sollte heute nicht der neue Referendar kommen? Ja, in der Tat. Wie hieß der doch gleich? Sekunde, Sascha Hansen. Ja, meine Herren, wer von Ihnen hat denn jetzt die Betreuung des jungen Kollegen übernommen? Also, soweit ich informiert bin, der Kollege Haller. Wie bitte? Wer hat das denn beschlossen? Ich habe für sowas keine Zeit. Morgens Unterricht, nachmittags Training? Darf ich Sie daran erinnern, dass ich als stellvertretender Direktor so ganz nebenbei eine ganz verschiedene Reihe von Aufgaben übernommen habe? Och, Sie Armer. Aber da könnte Sie doch ein junger, dynamischer Kollege wunderbar entlasten. Meine Erfahrung mit jungen, dynamischen Kollegen ist doch eher die, dass sie mehr Arbeit machen, als einem welche abzunehmen. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, verehrter Kollege. Wie wär's denn, wenn Sie knobeln? Liebe Frau Gallwitz, liebe Kollegen, ich habe die große Freude, Ihnen unsere neue Referendarin, Frau Hansen, vorzustellen. Hallo. Ihre Fächer sind Ethik, Kunst und Sport. Na, Kollege Haller, Dr. Wolfert, haben Sie sich inzwischen entscheiden können, wer von Ihnen denn nun Frau Hansen betreuen möchte? Ich denke, das ist längst geklärt. Ich natürlich, Herr Direktor. Was ist jetzt eigentlich mit deinem Schlagzeugsolo für die Kiss Me-Präsentation? Ach, kein Problem, das dürfte ich hinkriegen. Was machst denn du noch hier? Ich bin nachher noch zum Bierbüffeln verabredet. Übrigens, ihr hättet nach dem Spiel ruhig mit aufräumen können. Noch was, nachdem wir deinetwegen verloren haben? Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch, und wegen dir bin ich rausgeflogen. Mensch, jetzt hört doch mal auf. Genau, das Spiel ist doch schon längst vorbei. Es hätte sowieso nicht mehr lang gedauert und du wärst allein auf dem Feld gewesen. Spinnst du jetzt? Was soll denn das? Weil entweder die anderen auch rausgeflogen wären oder vor Verzweiflung selber den Abgang gemacht hätten. Weißt du was? Nächstes Mal kannst du ja gleich alleine spielen. Weißt du was? Das mache ich auch. Ist doch wahr, oder? Hör mal, das war gerade voll gemein von dir. Außerdem hat Johannes dich nicht vom Platz gestellt, sondern du dich selbst. Wo Paula recht hat, hat sie recht. Frau Gallwitz, Herr Haller, Dr. Wolfert. Oh, und Sie unterrichten Sport? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, weil Sie so sportlich aussehen. Wir hatten heute unser Basketballturnier und in diesem Zusammenhang hat Dr. Wolfert seine Klasse betreut. Mhm. Und haben Sie gewonnen? Leider ja, aber da ist Herr Haller nicht ganz unbeteiligt dran. Wieso das? Ich musste leider 2 Spieler aus der 7. bitten, den Platz zu verlassen, weil sie einen aus der eigenen Mannschaft beleidigt haben. Das hört sich ja fast so an, als hätten die Herren größere Probleme miteinander. Na, wie würden Sie denn in so einer Situation entscheiden? Naja, also erstens war ich nicht dabei und zweitens gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, ne? Man muss ja nicht gleich den Schüler vom Platz schicken. Ach ja? Ja, und welche? Also ich hätte ihn erstmal verwarnt. Ach so, Sie meinen so mit einer gelben Karte? Genau. Also ich finde, wir sollten uns so ein Verhalten von den Schülern keine Sekunde lang ansehen. Trotzdem, ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Lassen Sie mal, ich denke mir, dass die Kollegin Hansen bei mir viel besser aufgehoben ist. Sie mit Ihren radikalen Ansätzen würden Sie doch nur verwirren. Dankeschön. Und jetzt werde ich aber der neuen Kollegin unser Schloss zeigen. Bitte schön. Soll ich die Blumen für Sie ins Wasser stellen? Ach, das wäre lieb. Das auch noch? So, Jungs, dann fangt schon mal an, euch zu duellieren. Gute Idee. Ich empfehle schwere Säbel, meine Herren. Ja, oder wie wär's denn mit Wasserpistolen auf 2 Kilometer? Hm? Hallo, Herr Pasolke. Hallo. Was ist denn? Da ist sie wieder. Hallo, Maus, wir haben dir was Leckeres mitgebracht. Psst, nicht so laut. Okay, es kann losgehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Was habt ihr eigentlich vor?
Am besten, Sie setzen sich in Ihren Schaukelstuhl und ich mache Ihnen den Fernseher an. Das lenkt dann nicht ab. Herr Pasulke, hätten Sie was dagegen, wenn Sie Ihre Stehlampe benutzen? Was wollten Sie mit meiner Stehlampe? Wir wollen nur die Falle daran befestigen. Können Sie mal bitte ein Stück hochziehen? Stopp, das reicht. Ja, und der glaubt wirklich, das klappt. Achtung, hier kommt die Maus. Herr Pasulke, aufpassen. Sie müssen jetzt ganz, ganz schnell runterlassen. Auf die Plätze, fertig, los. Sehr gut, Herr Pasulke, Sie haben Talent als Mäusefänger. Naja, aber was mache ich, wenn eine richtige Maus drin ist? Na, dann holen Sie uns eben. Und wir befreien Sie dann. Ah ja, dann befreit er mich, ja. Nein, nicht Sie, die Maus. Ah ja, ja, die Maus, ja. Aber ihr nehmt ihn dann noch mit, ja? Natürlich. Und ich wüsste auch schon jemanden, der sich darüber riesig freuen würde. Genau so muss es aussehen. Also jetzt stell dich mal hin und guck in die Richtung. Oh Mann, was soll das denn? Oh, ist doch ganz einfach. Also du schaust in die Ferne und der Wind bläst dir ins Gesicht. Hey, mach das Ding aus. Oh, jetzt hab dich doch nicht so albern. Wir spielen doch nur die Szene mal kurz durch. Also, du bist die Kate, ja? Lass den Quatsch. Ach, pass auf, also du musst jetzt sagen, Baby, die Seeluft ist so salzig. Na gut. Baby, die Seeluft ist so salzig. Möchtest du was Süßes, Darling? Oh ja, aber wo kriegen wir das her? Mach einfach die Äuglein zu, Liebling. Sag mal, willst du mir eine Wäsche oder was? Oh nein, aber jetzt kommt der große Augenblick. Also, come on, baby, kiss me. Wahrscheinlich schmecken Teklas Küsse auch nicht besser. Oh, was willst du denn hier? Wie ich gehört habe, hast du schnell Ersatz gefunden für mich. Also, wenn du mich meinst, ich bin bloß eingesprungen und ich würde mich jetzt auch gern von euch verabschieden. Tekla und ich, wir haben nur eine Arbeitsbeziehung, mehr ist es nicht. Dann gehört es wahrscheinlich auch zu eurer Arbeitsbeziehung, dass du ihr anonyme Briefchen schreibst. Was? Drehst du jetzt völlig durch? Ich habe Tekla überhaupt nichts geschrieben. Das kannst du der Parkuhr erzählen. Also da möchte ich jetzt eins auch mal klarstellen. Die Prinzessin hat nur keine Lust, weil sie Angst vor irgendwelchen Pressehainis hat. Und wenn ich jetzt Ersatz für die Rolle habe, dann macht sie Stress. Aber nicht mit mir. Bitte, wie du willst, du Superregisseur. Hier rechts, bitte. Tja, das hier ist unsere Schülerbar. Den Raum haben die Kinder völlig selbstständig nach eigenen Vorstellungen eingerichtet. Hübsch. Jungs, ich möchte euch unsere neue Referendarin, Frau Hansen, vorstellen. Hallo. Hi. Guten Tag. Philipp Schwers, ich bin der Schulsprecher. Ich bin Max. Ich bin Sascha. Ja. Schach. Jetzt bist du im Dauerschach. Da kommst du nie wieder raus. Sieht ganz aus, als hättest du gewonnen. Schach. Ach. Darf ich mal? Bitte, nur zu. Matt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Frau Hansen, ich wollte Ihnen noch die Mensa zeigen. Herrschaften, wer hat denn da gepfiffen? Ich muss doch wohl sehr bitten. Ach, ist doch nicht so schlimm. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, ich aber, Frau Hansen, offen gestanden. Dachten Sie, der Pfiff galt Ihnen? Wie? Natürlich nicht. Das Problem liegt woanders. Wir haben es hier mit Heranwachsenden, mithin also Pubertierenden zu tun. Ach ja? Und warum erzählen Sie mir das alles? Tja, warum wohl? Wissen Sie, ich möchte nicht altmodisch wirken. Ihre Kleidung ist absolut geschmackvoll. Doch, doch, doch. Aber sie ist vielleicht denn doch einen kleinen Tick zu offenherzig. Meinen Sie denn, die Jungs könnten dadurch verwirrt werden? Ach, ich bitte Sie. Es gibt doch heutzutage ganz andere Sachen im Fernsehen zu sehen. Aber wie Sie wollen. Thank you.
echt so? Oh, also ein, zwei Knöpfe können Sie ruhig offen lassen. Na, Herr Persulke, hat's geklappt? Nee, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Die Maus hat den Kühler nicht angerührt. Also, wenn das so weitergeht, dann werde ich noch verrückt. Keine Sorge, wir haben schon mal für Verstärkung gesorgt. Eine Fachkraft, die Mäuse hundertprozentig auf biologische Weise entsorgt. Ah ja? Gute Idee. Wie heißt denn eure Fachkraft? Darf ich vorstellen? Eddie Paulert, bekannt für seinen großen Appetit. Angenehm. Heinz Pasulke. Wo hast du den her? Ach, den habe ich mir ausgeliehen. Wir dachten, dass Eddie so lange bei Ihnen wohnen kann, bis das Problem gelöst ist. Sagt man ja, euch ist doch hoffentlich klar, dass die Maus Eddies Appetit nicht überleben wird. Nicht, dass es hinterher Klagen gibt. Aber Herr Pasulke, dass eine Katze eine Maus frisst, gehört doch zum Kreislauf der Natur. Für Eddie ist die Maus was Ähnliches wie für sein Brathähnchen. Ah ja, fragt sich nur, ob das Brathähnchen das genauso sieht. Naja, dann wollen wir mal Mäuschen jagen, nicht? Falls es da überhaupt etwas zu jagen gibt. Das hier ist das Kreuzbein. Hier das Steißbein als Abschluss der Wirbelsäule. Okay, verstanden. Soll ich euch das mit dem Rückenmark nochmal erklären? Nee, danke. Alles mit dir, mir reicht's. Irgendwie riecht's ja ein bisschen komisch. Kommst du mit rüber? Nee. Hat eine von euch noch Lust auf eine Partie Mühle? Nee, lass mal. Wieso denn? Hast du irgendwas? Tut mir leid, ich hab noch was vor. Nicht gehen. Und was mit dir? Ich muss auch noch was besorgen. Also, bis morgen. Tschüss. Tschüss. Weißt du, was mit den beiden los ist? Ich glaub schon. Na komm, lass mich nicht dumm sterben. Bitte, wie du willst. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du manchmal ganz irre nach Schweiß riechst? Aber ich hab doch nach dem Sport richtig geduscht. Trotzdem riechst du irgendwie. Ich glaube, deswegen sind Kim und Monika auch abgehauen. Weißt du was? Ich stinken mir alle schon seit langem. Wolltest du mich noch müde spielen? Such dir jemanden, der nach Jasmin riecht. Johannes, warte mal! Irgendjemand muss dir das doch mal sagen. Willst du nicht noch mal mit Elisabeth reden? Ach, das hat doch keinen Sinn. Ich habe jedenfalls keine Lust mehr auf ihre Zicken. Aber du kennst doch Elisabeth. Die hat eben manchmal so eine Ausraster. Die meint das nicht so. Aber ich und irgendwann ist einfach mal Schluss. Und die Nummer, ich hätte Thekla irgendwas gebastelt, ist ja wohl völlig daneben gewesen. Ja, okay. Weißt du, was ich glaube? Elisabeth ist ganz einfach eifersüchtig. Ihr Problem, nicht meins. Wegen ihr schmeiße ich den Auftritt mit Thekla auf jeden Fall nicht. Herein. Herein. Entschuldigung. Kein Problem, ihr wollt sicher noch mal üben. Warte doch mal. Also, ich habe mir überlegt, wir könnten doch vielleicht... Ja, nun sag schon. Augenblick, ich habe noch was vergessen. Okay, wir können. Käse hat gegessen. Ja, den Blumentopf hat er auch runtergeworfen. Du bist mir eine tolle biologische Fachkraft. Da ist eine Maus, die den Käse von der Nase wegschnappt. Lieber Sebastian, es tut mir leid. Nee, vielleicht so. Sebastian Goda, jetzt hör mir mal ganz genau zu. Oh, 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 oh. Elisabeth, was machst du denn hier? Bist du etwa unter die Schlafwanderinnen gegangen? Nein, ich wollte nur... schon gut, aber... Es ist dann auch bald Schlafenszeit, nicht wahr? Lieber Basti, ich wollte mich bei dir entschuldigen wegen... Sebastian? Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.